Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut. Die letzten Runden waren geprägt von schlechtem Wetter, gerade auch in Russland. Es hat häufig geschneit, geregnet oder es lag Schlamm. Und die spannende Frage ist nun, tritt allmählich eine Wetterbesserung ein, ein Wetterumschwung, sodass wir wieder operativ tätig werden können. Und wir starten einfach mal die Wiederholung der letzten Runde, um zu sehen, was denn unser Gegner so gemacht hat. Die Wiederholung wird vorbereitet, ja. Das ist gut so. Wir sehen erneute Bombardierungen in Frankreich. Gut, dass wir unsere Abfangjäger nach vorne gezogen haben. Das hatten wir ja noch in der letzten Minute des letzten Zuges gemacht. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, wir teilen aus, nehmen aber auch kräftig eigenen Schaden. Sind schon auf 5 herunter. Jetzt wird der zweite bereits angeschlagene Abfangjäger eingesetzt. Da werden wir wohl kräftig was verstärken müssen. Ja, greift sogar unseren Flugplatz direkt an. Donnerwetter, die beiden sind schon auf 4 runter. Auf 3. Wow. Was für ein heftiger Aderlass. Ein amerikanischer Zerstörer scoutet. Und wir haben erneute Küstenbombardierungen. Braucht der Gegner nimmt Schaden. Hat er schon 2 amerikanische Schlachtschiffe. Und ein drittes amerikanisches Schlachtschiff. Donnerwetter. Ein schwerer Kreuzer. Kommt jetzt gleich eine weitere Landung. Aber die Schlachtschiffe, die nehmen auch alle Schaden. Das muss doch auch irgendwann alles repariert werden. Donnerwetter. Die Briten versuchen Bagdad zu kesseln. Und es kommt der Angriff im Süden. Maikop ist erobert worden. Ja, das Korps wird wohl kaum überleben können. Oder doch? Und wir sehen Panzer an den unterschiedlichsten Stellen. Heftige Kämpfe in Russland. Also müssen wir immer schauen, wie wir mit der Situation umgehen. Donner, Donner, Donner. Die Russen sind sehr, sehr stark geworden mittlerweile. Was hat der Russe an Einheiten bekommen? Es regnet zumindest mal in seinem Zug. Und er hat natürlich gutes Wetter. Ich hoffe mal, dass das auch für unseren Zug gilt. Und die Wiederholung ist abgeschlossen. Brest hat Schaden durch Küstenbombardierung erlitten. Es gibt Nachschubmangel für die 18. Garnison. Sowjetische Partisanen verhindern die Versorgung. Und wir haben eine ganze Latte von MPP, die wir versenkt haben. Das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe ansehen und einmal ausrechnen, wie viel das sind. Das kriege ich auf die Schnelle im Kopf leider nicht hin. Wir sichten einen schweren Kreuzer im Nordatlantik. Und die Panzerabwehrkanonen sind jetzt auch für das Deutsche Reich verfügbar. Wir bekommen einen Zerstörer und 2 Armeen. Ja, also die Situation hier in Nordfrankreich ist bereinigt.
Unsere U-Boote sind aktiv. Wir haben auf allen Konvoirouten zugeschlagen. Ich werde das gleich mal mir die Wiederholung kurz ansehen und euch mal die Zahlen nachreichen, was wir jetzt so an MPP versenkt haben. Er ist hier vorgerückt und trotzdem hat er uns hier nicht abgeschnitten, sondern ist selber auf eine Versorgung von Null zurückgefallen. Auch dieses Korps rückt vor. Ich denke, mit der Situation sollten wir zurechtkommen. Ja, und hier unten stehen massiv Einheiten. Unser rumänisches Korps ist deutlich angeschlagen, hat aber wenigstens überlebt. Ja. Und vor uns tauchen Panzer auf. Und auch bei Voronesch ein Panzer und eine Armee. Und ärgerlicherweise sehe ich schon wieder, wir haben hier Schlamm und Regen. Wir können die Luftwaffe nicht einsetzen. Wir können unsere Verbände nicht sauber einsetzen. Er versucht uns hier irgendwo zu umgehen, die Front länger zu ziehen. Aber die Angriffe, die wir hier sehen, die sind auch alle noch nicht so toll. Ja, wir müssen schauen. Wir müssen wirklich schauen, ob wir nicht doch allmählich in den Angriff auch wieder kommen und anfangen, gegnerische Einheiten aus dem Spiel zu nehmen. Und wir sehen hier eine massive Massierung von Einheiten. Er konnte sich sogar in diese Kontrollzone hineinbewegen. Und wir haben es mittlerweile mit zwei Armeen vor den finnischen Einheiten zu tun und erneut Schlamm. Ja, ist eine schwierige Situation, da muss ich mir wohl in Ruhe Gedanken zu machen. Und das werde ich auch als nächstes tun. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann kommen wir mal zu unseren Nebenkriegsschauplätzen. Ich möchte euch aber gerne eine Zahl nicht vorenthalten. Ich habe das eben mal kurz zusammengerechnet. Wir haben mit unseren U-Booten zusammen 134 MPP versenkt. Das ist ja schon ein richtig brutaler Aderlass. Und wir haben noch drei U-Boote in den deutschen Häfen stehen, Cuxhaven, Wilhelmshaven und Kiel, die wir jetzt auch schrittweise an den Gegner heranziehen werden. Also irgendwann muss er ja mal irgendetwas gegen die U-Boote tun. Ansonsten, uns soll es recht sein. Bei solchen Versenkungszahlen braucht man sich nicht zu beschweren. Naja, wir starten doch mal zur Abwechslung wieder in Finnland. Und zwar hat sich hier eine russische Garnison Richtung Suomussalmi vorgearbeitet. Sie hat keine Versorgung und hat sogar schon einen Schaden hinnehmen müssen, weil sie eben unversorgt war. Das haben wir auch in der Wiederholung des Zuges bzw. im Zugbericht gelesen. Und gut, da müssen wir jetzt einfach die Stadt verteidigen. Wir haben hier unten bei Leningrad eine finnische Garnison, die wir sowieso nicht zeitnah jetzt in eine der beiden Städte wahrscheinlich hineinbekommen werden. Insofern verlegen wir sie jetzt ganz einfach in die bedrohte Stadt. Und schauen mal, wie die russische Garnison nun mit dieser Situation umgehen wird. Ja, dann kommen wir zu unserer Marine. Wir bringen als allererstes die U-Boote in den Einsatz. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt mit Schleichfahrt vorgehen müssen, sondern die Masse der Einheiten wird sich einfach um Frankreich befinden, also der gegnerischen Marine. Da sollte also ein normaler Zug im Jagdmodus kein Problem sein. Wir holen auch dieses U-Boot hinterher. Und können sogar in den Hafen einlaufen, das machen wir auch. Und es kommt das dritte U-Boot hinterher.
Und somit haben wir ein schönes Wolfsrudel von 3 U-Booten zusammen. Wir besetzen die beiden Häfen noch mit unseren Zerstörern. Wir können auch hier wieder in die Ausgangsposition gehen und haben somit unsere Marine einsatzbereit. Wir werden unsere U-Boote auch verschieben, sodass wir uns allmählich dem Hafen von Narvik nähern, der dann als Versorgungsstützpunkt für diese beiden U-Boote dienen soll. Die U-Boote am Nordkap brauchen wir nicht zu verschieben. Ich hatte es ja beim letzten Zug ja auch schon bereits erklärt. Wir sind weit weg vom Gegner und in der Nähe unserer Versorgungsstationen. So können wir in Ruhe stehen bleiben und weiter die Konvoilinie einfach raiden. Wir werden diese beiden U-Boote hingegen leicht versetzen und diesmal auf die nördliche Route operieren lassen. Und auch dieses U-Boot wird sich leicht Richtung Süden verschieben. Ja, das sollte es hier gewesen sein. Wir haben einen amerikanischen schweren Kreuzer gescoutet. Da werden wir mit unseren Marinebombern Luftangriffe fliegen. 3 Schaden, 3-1. Und wir decken sogar ein gegnerisches Schlachtschiff auf. Dann werden wir als nächstes gegen das gegnerische Schlachtschiff operieren. 3 Schaden, 2 bei uns. Ja, das geht. Die Jäger müssen wir natürlich verstärken, gar keine Frage. Ich denke, wir können uns mit unseren Einheiten, die die britische Invasion abgewehrt haben, allmählich in vernünftige Ausgangspositionen begeben. Die Fallschirmjäger gehen auf jeden Fall wieder nach Rennes rein. Jetzt ist die spannende Frage, wo positionieren wir unsere Armeen? Also ich hatte mich ja bisher dagegen entschieden, sie in Frankreich zu positionieren, da wir einfach der Auffassung waren, dass die Luftangriffe des Gegners diese Einheiten aufklären. Wobei ein Verschieben ganz zurück in Richtung Berlin, um sie dann im Zweifelsfall, im Notfall per Transport, per Verlegung nach Frankreich zu bringen, ist natürlich auch relativ weit. Stellt sich die Frage, ob wir uns nicht eher im Bereich Luxemburg, Verdun, Metz hier positionieren sollten. Dann können wir von hier aus auf jeden Fall auch in andere Bereiche verlegen, wenn es denn notwendig wird, also Richtung Russland oder Skandinavien. Aber wir kommen möglicherweise auch relativ schnell mit Gewaltmärschen in irgendwelche kritischen Zonen hinein. Und ich denke, das macht Sinn, deswegen verschieben wir uns erstmal eher in diesen Großraum Luxemburg mit den Armeen. Ja, und das slowakische Korps kommt leider nicht so weit. Dann gehen wir einmal nach Caen rein. Gut. Das war es in Frankreich. Dann kommen wir zu unseren Bewegungen auf dem Balkan. Die Einheit soll dauerhaft nach Kalamata kommen, also gehen wir eher in diese Richtung. Wir können diese Garnison auch zumindest mal bis nach Dubrovnik verschieben und besetzen das Partisanenfeld nördlich von Mostar. So, das passt. Dieses Korps soll ja nach Afrika kommen.
Ja. Wir bewegen das U-Boot in den Hafen von Kalamata, damit wir in der nächsten Runde dann den Seeweg scouten können, um die Einheit dann auch zu verlegen. Wir holen unsere Garnison weiter in Richtung Ägypten, behalten die Städte Alexandria und Kairo mit dem Panzer und der ägyptischen Garnison, den ägyptischen Freiwilligen erstmal besetzt. Das passt soweit. Ja, und wir können vormarschieren. Also das italienische Korps kommt schon mal bis Tikrit. Und das wäre eigentlich sehr gut, wenn wir das jetzt besetzen könnten, denn eigentlich ist das die nächste natürliche Stadt, die man als Versorgungszentrum nutzen könnte. Und damit würden wir den Briten schon mal den Zugang verwehren. Das macht also Sinn. Das deutsche Korps kann nach Ramadi gehen. Unsere Aufklärer gehen eher in den südlichen Teil. Vielleicht kann man damit doch so einen schnellen Vorstoß in Richtung Natscha vornehmen. Warten wir mal ab. Die irakische Garnison hat tapfer ausgehalten und Bagdad immer noch für uns behauptet. Da freue ich mich außerordentlich drüber. Gut, wir ziehen das deutsche Hauptquartier hinterher und können leider mit den Italienern keine Gewaltmärsche machen. Dann gehen wir eben so weit nach vorne, wie es nur irgendwie geht. Der Panzer kann auch keinen Gewaltmarsch machen. Gut, den hätte ich vielleicht als erstes ziehen sollten. Der kann ziehen sollen. Der kann beim nächsten Mal dann aber die Armeen möglicherweise überholen. Ziehen die Artillerie nach, die ziehe ich bewusst nach Amman rein. Vielleicht ist die Versorgung beim nächsten Mal hier auf 5, das sollte zumindest mal so sein und dann können wir einen Gewaltmarsch machen. Die Pack ziehen wir dann eher langsam und gemächlich hinterher. Ebenso das italienische Hauptquartier. Jetzt brauchen wir noch schöne Plätze für unsere Luftwaffe. Ich sag mal so. Nördlich und südlich vom deutschen Hauptquartier, wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Das erscheint mir relativ sinnvoll zu sein. Oder sollte man schon Richtung Ramadi gehen? Nee, dafür ist die Versorgung noch zu schlecht und wir haben zwar eine Kontrollzone eingerichtet, aber nee, das erscheint mir zu gefährlich. Ja, im Moment bin ich der Meinung, wir sollten die Situation im Irak gut meistern können. Zwei britische Korps, eins davon mittlerweile völlig abgeschnitten. Wir kriegen unser deutsches Hauptquartier hinterher, haben eine gute Versorgungslage, haben auch die nächsten natürlichen Versorgungspunkte, Ramadi und Tikrit bereits abgeschnitten. Selbst wenn er hier oben in Richtung der Ölfelder zielt, wir werden dann auch nach Mossul hochziehen können. Also deswegen, ich glaube, dass wir da jetzt die Oberhand behalten. Und da muss unser großes Ziel natürlich Teheran sein, sowie die südlichen Erdölfelder. Ja, da haben wir einige vernünftige Ziele vor uns. Gut, das wäre es dann auf den Nebenkriegsschauplätzen. Und ich mache mir als nächstes mal Gedanken zu unserem Ostfeldzug. Wie wir sehen, haben wir nach wie vor im nördlichen Teil mit Schlamm und Matsch zu kämpfen. Es regnet, glaube ich, sogar auch, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, wir sollten nicht mit der Situation hadern und auch nicht mit dem Wetter hadern, sondern versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, dann schauen wir uns mal die Heeresgruppe Nord und Heeresgruppe Mitte an. Und wir legen als allererstes einmal mit den Finnen los. Wir haben hier einen relativ vernünftigen Angriff. Wir können auch dieses Korps nachziehen. Wir haben ebenfalls 0,2er Angriff. Das sind doch vernünftige Werte. Das kann man machen.
1-3 ist okay. Schon auf 3 hier runter. Wir holen unsere Armee nach vorne. 1-3er Angriff. Nee, ich denke, wir stehen hier ganz gut in der Verteidigung. Wir holen erstmal unsere weiteren Kräfte nach. Wir ziehen das Korps, könnten wir mit Gewaltmarsch in entsprechende Positionen bringen, aber dafür verlieren wir einfach nur Moral. Das bringt es nicht. Also wir gehen normal vor. Und wir bleiben auch erstmal mit dem Hauptquartier hier stehen. Die Versorgung ist soweit noch in Ordnung. Wir sollten auf jeden Fall nach Kondo Poga reinkommen und Petrosadovsk reinkommen. Wenn wir denn zumindest mal an die Städte herankämen. Insofern können wir so stehen bleiben. Ja, dann kommen wir zur Heeresgruppe Nord. Wir werden als allererstes einmal den Jäger weiter in Richtung Heeresgruppe Mitte verlegen. Wir haben ja auch hier durchaus Jagdflugzeuge der Russen im Blick. Und wenn wir hier 2 deutsche Jagdeinheiten hätten, das ist sicherlich von Vorteil. Also bringen wir doch einmal die Jäger herunter. Und wir ziehen dafür die finnischen Jäger aus Luga heraus. Gut. Ja, die Russen treiben einen kleinen Angriffskeil hier vor. Sie haben allerdings nur eine Versorgung von 2. So toll ist das nicht. Und wir haben ja noch unsere Panzereinheit. Den Panzer sollten wir auf jeden Fall auch eher zur Heeresgruppe Süd verlegen. Dann müssen wir mal schauen. Und die Frage ist, sollen wir zwanghaft hier in dieser Position bleiben? Ich meine, hier geht es ja nur um Boden. Lassen wir ihn doch in Ruhe und nochmal ein Feld weiter vorrücken und bereiten uns eher auf die nächste Runde vor. Versuchen es einfach schon mit Angriffen gegen diese Armee, um den Gegner ein wenig zu schwächen. Wir brauchen hierfür 3 Bewegungspunkte, haben 4 Aktionspunkte. So, dann probieren wir das doch als allererstes einmal aus. 03, 02, 02, das war doch wohl sehr gut. Ja, dann ziehen wir uns ein Feld zurück. Wir können die Kavallerie aus Novgorod herausziehen. Und stattdessen die Stadt könnten wir mit dem Korps besetzen. Ist das ein Partisanenfeld? Nee. Warum sollten wir hier nach Novgorod zurückgehen? Hat eine Versorgung von 2, dann hat er hier Versorgung von 1. Das wird also alles schwierig für ihn. Und wir können ruhig diese Position so beibehalten. Wir ziehen unser Korps nach. Ich würde auch gerne die Armee nachziehen. Dafür muss allerdings erstmal der Panzer weg. Und dafür muss ich mir erstmal ansehen, wie sich die Situation bei der Heeresgruppe Süd weiterentwickelt, sodass wir ihn auch an den richtigen Punkt verlegen. Also lassen wir die beiden Einheiten im Moment erstmal unbewegt. Und kommen zur Heeresgruppe Mitte. Wir verstärken die Kavalleriedivision, weil es sich wirklich anbietet. Wir können dann im nächsten Zug Wolodschok einnehmen. Wir sollten zusehen, dass wir unsere vorbereiteten Armeen doch ein Stück weiter in Richtung Moskau vorschieben. Dafür machen wir einmal mit dieser Armee Platz. Ziehen diese Einheit nach vorne. Ziehen auch das Korps heraus. Ziehen diese Armee in die entsprechende Position. Bringen das Korps sogar noch ein Feld weiter zurück, weil dann haben wir eine Versorgung von 6 und können es in der nächsten Runde auf volle Stärke bringen.
Und dieser Armee können wir einfach nur ein Feld vorziehen. Die Mechanisierten müssen im Moment einfach in dieser Position bleiben. Wir können das Feld leider nicht besetzen. Gut. Auch hier können wir nicht vorrücken. Wir haben eine Kontrollzone. Mit dem Achterkorps hier schön in dieses Feld reinzugehen, um damit wir von drei Seiten angreifbar sind, das macht mit Sicherheit auch keinen Sinn. Also bleiben wir hier oben im Norden schön stehen. Und wir haben zumindest mal drei Zehnerarmeen zum Angriff auf Moskau bereitgestellt. Und wir werden eine Artillerie verlegen, und zwar in den Bereich, in das Vorfeld von Moskau. Hier nach Kaluga. Ich muss gerade nochmal schauen, ja. Da können wir auch hier hinbringen. Nördlich von Tula. Das macht mit Sicherheit Sinn. So, wir könnten hier 0-3er-Angriffe gegen die Corps durchführen. Wir haben zumindest mal mit diesem Korps einen 2-3er-Angriff gegen den Panzer und ich denke, das ist eigentlich ein fairer Tausch, den sollten wir machen. Ja, dann sind wir runter auf 8. Aber das sollte eigentlich noch passen, dass wir uns ganz gut nach wie vor verteidigen können, dass wir uns gut gegen die Spezialkräfte und auch gegen den Panzer zur Wehr setzen können. Ich denke mal, 8 sollten ausreichen. Och, 3-3. Boah, das tut weh. Das Risiko war natürlich da, aber man hofft ja immer, dass es ein 1-3 wird und kein 3-3. Das ist jetzt ärgerlich. Holen wir unsere Panzer jetzt schon nach vorne. Nein, wir ziehen uns mit dem Chor ein Stück zurück. Wie sieht die Versorgung hier in der nächsten Runde aus? 6, dann können wir es hier auch wieder auf volle Stärke bringen. Steht momentan in einem Fünferfeld. Nein, wir ziehen das Chor ein Feld zurück. Die Score werden wir zumindest mal um einen Punkt verstärken. Ja, und wir schauen mal, wie er weiter vorrückt. Also wir haben auf jeden Fall drei schlagkräftige Panzereinheiten in der Rückhand. Wir können sogar die Armee in der nächsten Runde Richtung Moskau schicken und damit dann die Mechanisierten frei bekommen. Wir haben hier eigentlich einen relativ schönen Verband, mit dem wir relativ flexibel agieren können. Welche Einsatzreichweite hat denn der Stuka? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also er nutzt uns nur, wenn der Gegner hier im unmittelbaren Vorfeld steht. Ich glaube, der mittlere Bomber hat 9. Ja. Ich denke, wir bleiben erstmal so stehen. Wir hoffen mal, dass dieses Korps durchhält. Dies können wir auf jeden Fall verstärken in der nächsten Runde. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Dann holen wir mal unsere Einheiten so weit wie es geht nach vorne. Okay. Ja.
So richtig berauschend ist es nicht. Aber so schlecht jetzt auch wieder nicht. Wir können also einen Angriff demnächst hier auf Moskau vortragen. Wir haben die Artillerie da, um auch die Verschanzung runterzubringen. Es kommt eine zweite Artillerie hinterher. Wir haben noch zwei Armeen im Nachgang. Die sollten uns deutlich mehr Durchschlagskraft verschaffen. Ein Korps kommt auch hinterher. Die Luftwaffe wird einsatzbereit sein. Wir ziehen den Jäger aus dem Norden herunter, um zumindest mal zwei Jagdflugzeuge hier zu haben, um einfach besser austeilen zu können. Ja. Unsere Panzer stehen in der Rückhand. Und sehen wir es mal positiv. Wir haben immerhin auch drei Schaden bei diesem sowjetischen Panzer gemacht. Das dürfte ihm auf jeden Fall auch schon mal wehgetan haben. Ja, dann sind wir mit der Heeresgruppe Nord und Mitte soweit durch. Und ich mache mir jetzt einmal Gedanken zur Heeresgruppe Süd. Bis gleich. Ja, die Heeresgruppe Süd steht gar nicht mal so schlecht da. Und mit etwas Glück können wir in dieser Runde dem Russen mal zeigen, dass die deutsche Armee durchaus auch noch Zähne hat. Aber schauen wir mal, bevor wir jetzt den Abend vor dem Tag loben. Beginnen wir mal im nördlichen Bereich. Wir ziehen das italienische Hauptquartier hinterher und auch die Italiener per Gewaltmarsch. Wir schließen unsere Reihen vor Woronesch. Hier 02er Angriffe. Warum nicht? So, und jetzt hoffe ich, dass das auch ein 02er wirklich wird. Null. Jawohl. Wir ziehen unser Korps ebenfalls nach vorne. Rücken mit dem Korps auf. Rücken mit den Italienern auf und haben somit eine schöne Linie gebildet. Wir holen das deutsche Hauptquartier hinterher. Schauen mal, wie die Versorgung in der nächsten Runde ist. Ja, immer noch nicht toll. Wir müssen das Hauptquartier einfach nach Woronesch hineinbekommen und dann wird es besser. Können wir uns auch wieder verstärken mit den Armeen und dann schauen wir mal, wie gut dieser Vorstoß läuft. Und eventuell holen wir wirklich den Panzer von der Heeresgruppe Nord in diese Region. Aber dafür müssen wir einmal schauen, wieso die nächsten Bewegungen weiter südlich laufen. Ja, wir haben eine ordentliche Angriffsstreitmacht zur Verfügung. Und die Idee ist einfach, dass wir jetzt durch einen südlichen Schwenk Richtung Stalingrad vorstoßen. Und damit uns das gelingen kann, müssen wir zunächst einmal die Panzer beseitigen. Der gefährlichste Gegner ist auf jeden Fall der schwere Panzer hier, der bei uns auch vier eigene Schaden verursachen würde. Das ist natürlich sehr heftig. Und daher, ist er denn verschanzt? Nein, beide sind nicht verschanzt. Und daher setzen wir als allererstes einmal den Stuka ein. Gerade einmal schauen, ich hatte ja alle unterstellt, jawohl. Setzen wir einmal den Stuka gegen den schweren Panzer ein. Bei 2, aua. Hätten wir schon 0-2 Angriff. 3-7 ist immer noch verdammt heftig. Wir setzen auch hier den mittleren Bomber nochmal ein. Und der schwere Panzer nimmt 2 Schaden. 2-6. Wir ziehen einmal diesen Panzer nach. Mal sehen, ob das was bringt. Ob der etwas besser ist. 2-5, nein. Dann machen wir den 2-6er Angriff. Und haben hiermit ebenfalls einen 2-6er Angriff gegen diesen Panzer. Können auch einmal in Richtung Stalingrad fliegen und schauen, was wir denn so aufklären können. Ah, hier hinten ist ein Hauptquartier und ein Bomber. Ja. Zwei, drei. So viele Bewegungspunkte hat der Panzer nicht mehr.
Wir müssen ihn auf jeden Fall auch heranziehen, sonst bringt das nichts. Kriegen den nicht weg, der hat nur noch einen Angriff frei. Die Armee möchte ich mir noch ganz gerne so ein bisschen aufsparen. Obwohl, die Beweglichkeit der Panzer ist eigentlich deren Riesenvorteil. Ein 2-3er-Angriff, ja. Doch, wir holen einmal diesen Panzer nach vorne. 2-5 ist jetzt nicht so toll. Ja, wir setzen die Armee ein. Eins sechs ist doch erheblich besser. Und der Panzer zieht sich zurück. Dieser Panzer hat noch 2 Angriffe frei. Ja, dann ziehen wir mal in die Lücke vor. Könnten den Panzer noch angreifen und dann eventuell gegen die Stoßarmee agieren oder gegen die Armee hier unten. Wir haben ja auch noch diese beweglich. Wie sieht es denn bisher mit der Versorgung da aus? Ja, eigentlich sehr, sehr gut. Ja, wir ziehen den Panzer. Ziehen wir doch nach vorne, ja. 1-1. Das ist natürlich jetzt... 2-3 ist auch nicht toll. Was können denn die Mechanisierten gegen die Armee ausrichten? 5, dann kommen wir nicht mehr weiter. 4, 2 Angriffe kommen wir auch nicht mehr weiter. Machen wir einmal den 1-1er-Angriff, um den Panzer auch wirklich aus dem Spiel zu nehmen. Gegen die Armee vor. Haben gut ausgeteilt. Eins, drei, zwei, vier. Ja. Ziehen die Mechanisierten vor. 1-4. 1-3. Dann haben wir einmal nach unten aus. Die Armee zieht sich zur Seite. Das ist jetzt ärgerlich. Aber es ist mehr wert, dass wir sie aus dem Spiel nehmen. Deswegen greifen wir nochmal an. Zwei Dreierangriff kann man machen. Vier. Einmal Ringe rein. Sehr schön. Können mit der Armee noch vorrücken. Haben dann hier eine Linie
Von Einheiten, mit denen wir vorbereitete Angriffe in der nächsten Runde durchführen können. Und der Panzer kann sich hier südlich von Stalingrad positionieren und die Versorgung wäre mit drei auch immer noch ganz ordentlich. Wir könnten das Korps noch ein Feld vorziehen, damit wir hier eine vernünftige Kontrollzone zu den Mechanisierten aufbauen, um eigentlich hier unseren Vormarsch ein bisschen zu schützen, ja. Was machen wir? Wir holen die Panzer nach vorne. Also die Armee geht hier rein. Und wir holen die Panzer nach vorne. Lassen wir sie als Verband stehen. Nee, wir ziehen sie ganz nach vorne. Das Korps deckt die lange Flanke. Aha. Wir ziehen die Flieger noch ein Stückchen nach vorne. Ich würde sagen, so schlecht war es jetzt nicht. Wir haben zwei Panzer aus dem Spiel genommen, eine Schockarmee und es war noch eine weitere Armee. Also da hat der Russe doch durchaus schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. Klar, wir haben auch gelitten. Unsere Panzer sind von 10 auf 9 bzw. 8 herunter. Auch die Mechanisierten haben einen Punkt verloren. Gerade die Armeen haben auch noch mal kräftig geblutet, aber das sieht alles nicht so schlecht aus. Dann schauen wir mal, was wir hier im südlichen Bereich machen. Ja. Eigentlich wollte ich diese Armee verstärken, aber jetzt, wo wir eine weitere Armee aus dem Spiel nehmen können, sollten wir, glaube ich, darauf verzichten. Ja. Und ziehen wir diese Armee vor. Warum eigentlich nicht? Natürlich hat er dann zwei vorbereitete Angriffe, die sind aber nur auf Stufe 1. Obwohl, wir müssen es auch nicht tun. Wir haben hier einen schönen 9er Abwehrriegel, das passt. Hier haben wir eine Kontrollzone, hier kann er zwar gerne hereinstoßen, aber das ist nicht so sehr das Problem. Boah. Wir müssen hier das rumänische Korps verstärken. Das können wir schon mal machen. Ziehen die Armee nach Krasnodar rein. Können mit dem Jäger nochmal scouten. So richtig kommt hier nichts nach. Ja, dann können wir uns nochmal nach oben verschieben. Können mit der Garnison die Stadt einnehmen. Ja. Ich denke, so schlecht sieht das nicht aus. Wir haben hier eine Kontrollzone, er kann zwar vorrücken, aber was soll's. Wir können dann auf jeden Fall gegen ihn weiter operieren. Diese Einheit ist so ein bisschen exponiert und hat eine Verschanzung von 0. Man könnte die auch zurücknehmen. Warum sollen wir sie so exponiert stehen lassen? Verschanzung ist eh null. Ja. Ich glaube, das sieht sogar noch besser aus. Eine weitere russische Armee ist weg. Passt. Das passt. Ja, dann ziehen wir einmal die Italiener hinterher, so weit wie es geht.
Ja. Immer noch italienische Truppen. Die Deutschen sollen in Richtung Süden gehen. Ich überlege gerade, ob wir hier diese deutsche Armee möglicherweise auch mehr so im Zentrum hier, also im Nordteil der Heeresgruppe Süd verwenden können. Eigentlich wäre das nicht schlecht, wenn wir da noch eine zusätzliche Armee hätten. Ja, und wir machen das auch. Wir marschieren also daher in Richtung Kremenchuk. Die übrigen Einheiten ziehen wir weiter in Richtung Süden. Und die Italiener kommen hinterher. Ja, das war es dann soweit mit der Heeresgruppe Süd, zumindest was ich mal so sehen kann. Ich mache mir jetzt Gedanken zu unserer Bauphase. Bis gleich. Ja, dann kommen wir jetzt zur Bauphase und Partisanenbekämpfungsphase. Wir ziehen diese Garnison einmal vor in Richtung Luga. Und mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie diese Garnison die ganze Zeit übersehen habe. Sie sollte hier zwischen Charkiw und Belgorod positioniert werden. Und ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe sie die ganze Zeit übersehen. Und jetzt steht sie aber an der passenden Stelle. Lieber spät als nie. Wir werden unseren Panzer aus der Heeresgruppe Nord herauslösen. Ich denke, dass wir für den Angriff auf Stalingrad eigentlich recht gut gerüstet sind. Wir haben dort entsprechende Armeen, die Luftwaffe. Und auch nach wie vor zwei Panzer und zwei Mechanisierte. Ich denke, das sieht alles gut aus. Und ich glaube, wenn wir den Panzer hier südwestlich von Voronezh platzieren, dann dürfte es für den Gegner eine recht große Überraschung werden. Zumal wir dort eigentlich noch vom Nebel des Krieges verborgen sein müssten. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir bewegen also den Panzer. Überlegen, ja. Und er kommt hierher. Wir ziehen die Armee noch nach, so wie wir es ursprünglich geplant hatten. Sehr schön. Und damit sind unsere Bewegungen auch durch. Dann können wir jetzt mal in die Bau- und Verstärkungsphase kommen. Wir werden forschen mit den Deutschen. Wir haben in der letzten Runde ja die Industrietech weiterentwickelt. Und wir werden jetzt noch einmal in die Luftabwehrwaffen investieren. Und mit den Italienern werden wir die Produktionstechnologie weiter optimieren. Dann ist unsere Forschung auch schon abgeschlossen. Und da wir gerade bei Warschau sind, können wir auch diese Corps upgraden. So. Wir platzieren die neuen Einheiten, zwei Armeen. Und den Kreuzer. Ach, Kreuzer sage ich schon, Zerstörer, sorry. Den bringen wir mal nach Rostock. Da stört er im ersten Moment nicht. Gut. Dann müssen wir noch die Jäger in Frankreich verstärken. Das ist jetzt sehr teuer, aber muss wohl oder übel sein. Und dann können wir noch bauen. Wir kaufen mit den Deutschen ein weiteres Korps, eine weitere Armee und wir investieren tatsächlich in die Luftabwehr. Das kostet uns nur 80 MPP und davon können wir uns sogar 3 Stück leisten und das werden wir auch tun. 1, 2, 3. Und somit verbleibt ein Rest von 33 MPP. Das hatte ich auch so ausgerechnet. Dann kommen wir noch zu den Italienern. Verstärken diese beiden Schlachtschiffe.
Und es bleiben 28 MPP bei den Italienern übrig. Und auch das hatte ich so ermittelt. Ja, allmählich bekommen wir die Flotte wieder auf Vordermann. Wenn wir uns einmal die Forschung ansehen mit den Italienern, Seekrieg kommt ganz ordentlich hinterher. Bei den Deutschen, ja, da wird als nächstes wird die Logistik kommen. Das können wir sehr gut benötigen, gebrauchen. Dort haben wir 97%. Das dürfte Ende dieser Runde fertig sein. Und dann werden wir wohl in der nächsten Runde auch erneut nochmal in die Logistik investieren. Auch die Erdkampfwaffen, mit etwas Glück könnten die sogar auch in dieser Runde fertig werden. Schauen wir mal. Gut, dann haben wir soweit alles getan und wir drücken auf den roten Knopf. US-Flugzeuge bombardieren Tokio im Doolittle-Raid. Wir entwickeln die Logistikstufe 2. Und nehmen Geld ein, 1050 für die Deutschen und 209 für Italien. Gut. Ja, liebe Wargamer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.